Servus, ganz klar. Ich komme aus dem Süden, da ist Servus einfach populärer und an das Moin muss ich mich noch streng gewöhnen. Da regnet es. Ich meine, Fluss ist Fluss. Ich bin an der Hunte noch nicht groß spazieren gegangen. Habe natürlich ein bisschen mehr Erfahrung mit der Regnitz gemacht, da ich aus dem Süden komme. Aber ich denke, ein Fluss ist wichtig und wenn eine Stadt am Fluss ist, macht es natürlich das Feeling der Stadt noch einen Tick schöner. Ja, ich würde sagen, beides. Häufiger benutze ich, denke ich, die Instagram Story, weil es einfach schneller geht. Du von allen möglichen Sachen posten kannst. Die Posts stehen halt dann länger auf deiner Seite. Deswegen werden da immer nur spezielle Sachen ausgewählt. Deswegen würde ich Insta-Story nehmen. Ich gehe lieber im Kraftraum. Ich bin jetzt kein Läufer, der irgendwie gerne Langstrecken läuft. Wenn so kurze Sachen sind, kurze Sprintintervalle, bin ich auf jeden Fall zu haben. Aber in erster Linie würde ich eher in den Kraftraum gehen. Da bin ich für beides offen. Ich meine, ich erfülle gerne die Wünsche unserer Fans. Wer gerne ein Selfie machen will, nehme ich auch gerne das Handy selbst in die Hand und mache ein Selfie. Aber wenn natürlich jemand ein Autogramm will, gebe ich auch gerne ein Autogramm und da kann ich mich leider für keins von beiden selbst entscheiden. Ich muss sagen, Leberkäse. Ich habe Grünkohl letztes Jahr einmal gegessen. Es hat mir auch sehr gut geschmeckt. Aber ich bin natürlich häufiger in Verbindung mit dem Leberkäsebrötchen. Bisschen Senf oder Ketchup, ist schon lecker. Das ist eine schwierige Frage. Ich mag beides gerne. Zum Frühstück trinke ich immer einen Cappuccino. Mache ich mir und meiner Frau immer einen Cappuccino. Tagsüber öfters mal einen Espresso. Ich bin Kaffeeliebhaber, deswegen da ist es für mich auch schwer, da eine Differenz zu finden. Ganz klar Euroleague. Ich mag den europäischen Basketball einfach gerne. Da ist sehr viel Competition dabei, deswegen gucke ich das sehr gerne an und mit der NBA habe ich eigentlich nicht viel am Hut. Ich würde sogar eher sagen Buch. Ich bin kein Spielekonsole-Typ, hatte noch nie richtig oder noch nie wirklich eine Playstation oder irgendwas zu Hause. Lesen tue ich natürlich auch nicht wirklich viel, aber da würde ich mich fürs Buch entscheiden. Das ist eine gute Frage. Ich habe beide gerade angehabt. Ich denke, Gelb ist schön, Blau ist schön. Wir wollen in beiden Trikots erfolgreich sein, deswegen trage ich gern beide Trikots. Attraktiv war natürlich der Sieg mit Buzzer plus 1, aber da sind bestimmt auch ein paar Herzinfarktgefahren da für die Fans. Macht den Basketball natürlich attraktiv, wenn man so ein Spiel gewinnt. Entspannter ist der Sieg mit plus 25 und ich denke, das stellt den Coach auch ein bisschen zufriedener, deswegen nehme ich den Sieg mit 25.